Savitri Samadhi Asana ist die Stellung, die zu Samadhi führt, auch die Erleuchtungsstellung genannt. Savitri ist eine Bezeichnung für Gayatri, der Lichtgöttin, auch die Bezeichnung der Frau von Surya, dem Sonnengott. Und Savitura ist auch ein Wort in dem Gayatri-Mantra. Manchmal wird auch gesagt, Savitri ist der Aspekt von dem Gayatri. Und Savitura, Savitri, Savitre heißt auch hinführen, anregen. Und so soll Savitri, Samadhi, Asana dich zu Samadhi führen helfen. Spätestens jetzt bist du etwas neugierig. Die Stellung wird in der Langversion der Hatha Yoga Pradipika beschrieben, also nicht derjenige, der Hatha Yoga Pradipika, die bekannter ist, sondern in der späteren, längeren Version. Und Garote zitiert diese in seinem Werk Encyclopedia of Traditional Asanas und sagt auch, sie sei identisch mit Savitri Asana. Angelina zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist, du sitzt auf dem Boden. Dann beugst du das rechte Knie und du gibst den rechten Fuß unter den Anus. Dann bringst du die linke Ferse zum Perineum und bringst die Zehen zwischen den Oberschenkel und den Unterschenkeln. Du gibst jetzt beide Hände auf die Knie in Chin Mudra und sitzt ganz gerade. Leider wird das nicht sofort zu Samadhi führen, aber es ist mindestens eine Sitzhaltung. Hier meditiere so lange, bis du Samadhi erreichst. Du könntest sagen, Savitri Samadhi Asana ist zunächst mal eine Körperhaltung und indem du dort meditierst, kommst du irgendwann zum Samadhi. Wenn du jetzt nicht weißt, was Samadhi ist, dann geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und suche nach Samadhi. Wenn du mehr wissen willst zu Savitri, dann kannst du auf unserer Internetseite auch viel über verschiedene Mythen zu Savitri finden.